Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ich weiß jetzt auch, wofür wir die Säure brauchen, die wir jetzt hier herstellen. Die brauchen wir nämlich, um Golderz in Goldschrott zu verwandeln. Und davon brauchen wir auch nicht gerade wenig. Jetzt habe ich aber natürlich nicht genug Ressourcen, um hier alle Dinger zu besetzen. Hier oben ist nämlich auch noch eine Kupfererzmine gewesen. Nee, eine Kristallerzmine. Und hier ist noch ein Säurefleck, den ich halt nicht benutzt habe. Und das zweite ist... Moment, das kann man ja auch hier herstellen. Aha, so. Wir können ja jetzt hier... ja, Munition könnten wir eigentlich auch herstellen da draus. Aus Säure, aha. So, wir können jetzt hier endlich Stimpak verdünnt herstellen. Also unsere normalen Stimpaks zu Stimpaks verdünnt machen, damit wir halt ein bisschen mehr haben davon. Und ich habe jetzt mal alle ein bisschen verriegelt. Au. Dann können wir ja momentan ein bisschen weitermachen. Also momentan ist kein anderer Spieler hier in der Nähe. Das heißt, wir könnten uns doch hier eigentlich in der Nähe trotzdem noch ein bisschen weiter aufhalten. Und dementsprechend halt auch uns noch ein paar Ressourcen besorgen. Und die Dinger laufen ja manuell weiter. Einziges Problem ist, wenn man das jetzt halt, ja, mitten am Tage macht, denke ich mal. Und ja, nicht hier ist, dann werden sich andere Spieler halt von dem Ganzen begnügen. Ist zwar schön und gut für die anderen Spieler, aber ist eigentlich eher schlecht für uns, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt alle Ressourcen jetzt so wieder reinkriegen, wie wir sie jetzt da haben. Aber das werden wir sehen. So, jetzt gehen wir erstmal hier zu dem Mr. Hemlock. Heute ist ein herrlicher Tag zum Grillen. Willkommen zu unserem Wochenendgrillen. Zumindest glaube ich, dass Wochenende ist. Es scheint Probleme mit meinem internen Kalender zu geben. Der Hemlock Holes Golf Club möchte ein Erlebnis für Jung und Alt bieten. Daher veranstalten wir ein Grillen für alle Familien aus der Umgebung. Mir rosten schon die Aktuatoren ein, weil ich kein Fleisch zu grillen habe. Könnten Sie mir Red Hirschfleisch besorgen? Wenn Sie außerdem noch Yao Guai und Todeskrallenfleisch finden, könnte ich ein paar exotische Steaks zubereiten. Ihnen scheinen ein paar Steaks zu fehlen. Okay. Wir sollen jetzt was für ihn jagen gehen. Und das ist auch eine tägliche Aufgabe. Aber wo finde ich denn jetzt hier Yao Guais und vor allen Dingen Todeskrallen? Jag eine Ratischherde. Okay, aber wo kriege ich jetzt Yao Guai Fleisch und Todeskrallenfleisch her? Sind das alle? Das wird nicht reichen. Joa, nehmen wir uns jetzt hier erstmal Golfbälle. Ja, jetzt weiß ich nicht weiter. Ich dachte, das ist jetzt eine normale Quest, aber es ist wieder so eine Daily Quest. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob die uns jetzt wirklich hilft oder nicht. Da muss ich mich kurz an der Nase kratzen. Blödes Mistvieh. Kannst du nicht Kakerlakenfleisch nehmen? Das habe ich gerade gefunden. Hauptsache, du hast hier den Fisch in der Toilette. Den Fisch in der Toilette. Was haben wir hier noch? Salz. Schöpfkelle können wir mitnehmen. Rezept gezogener Fieberblütentee. Aha. Na gut, nehmen wir alles mit hier. Warum auch nicht? Soßenpfanne, Bratpfanne, gesprungene Pfanne. Warum auch nicht?
machen wir nochmal Kakerlaken schießen hier. Aber ansonsten ist da nur ein umgekippter Verti Bird. Ah, wo soll ich fünfmal Todeskrallenfleisch her? Ne, zweimal Todeskrallenfleisch und fünfmal Yao Guai Fleisch herbekommen. Das ist doch nicht sein Ernst. So, nehmen wir hier auch nochmal alles mit. Todeskralle. Ist aber auch keine in der Nähe oder so, ne? Naja, wenn er mir jetzt hier schon anzeigt, dass die Herde da hinten ist, dann wird er hier bestimmt irgendwo 10 Kilometer in den Bergen sein oder so. Na, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Gehen wir erstmal die Red Kakerlaken da hinten und zum Verti Bird. Uns erniedrigen hier. Weil leuchtendes Material kann man immer mal gebrauchen. Haben wir auch noch Golftaschen. Natürlich sehe ich als erstes Supermutanten mit einem Raketenwerfer. Die auf das Monster von Grafton hauen. So, jetzt kannst du mir ja weiterhelfen. Habe ich beide angeschossen? Na, immer schön mit dem Raketenwerfer drauf. Gib ihm. Ja, komm, noch einmal. Kann ich dich schon mal ein bisschen runterschießen? Ist doch einfach nur ein Netz. Jetzt haben wir wieder mal einen Raketenwerfer und hier ein paar Kronkorken und eine Runenkanone. Okay. Man, gut, dass wir hier beim Verti Bird mal hingeflattert sind. Ah, ab jetzt sind wir auch überladen. Aber den können wir überhaupt nicht looten. Der hat kein Lootfach. Schade. Was war das jetzt? Was hat mich gepiekst? Gefällt mir nicht so. Aber gut, essen wir erstmal was. Und nee, irgendwo noch einen Tee oder sowas. Ah, verdorbenes Fleisch. Hier, Tato-Saft habe ich noch. Könnte aber noch ein bisschen mehr vertragen. Bärenhonig, ja, nehmen wir erstmal abgekochtes Wasser. Besser als nichts. Hier scheinen. Was ist das hier? Soll das ein Funksignal sein oder so? Sieht ein bisschen arg provisorisch aus. Armbrustbolzen. Warum finden wir immer Armbrustbolzen? Ich habe noch nicht mal eine Armbrust gefunden. Bin jetzt hier gerade nur auf der Suche nach einer Todeskralle oder Yao Guais. Ich glaube, ich laufe hier auch völlig in die falsche Richtung. Alles möglich. Okay, hier haben wir wieder so ein Säureloch. Gehen wir erstmal hier in die Richtung und gucken uns hier mal ein bisschen um. Hier soll ja noch irgendwo ein Hof sein. Gehen wir erstmal jetzt da drauf zu. Mal sehen, was das jetzt ist.
ist ja noch halbwegs in der Nähe, denke ich mal. Wie kommen wir denn da jetzt raus? Hier ist sogar eine Straße. Okay. Sieht aus wie ein Kessel. Scheint aber ein Haus zu sein. Aha. Merz und. Hä? Ach, da oben. Du warst eigentlich nicht gemeint. Ich suche eigentlich gerade deinen Kollegen. Au. Da bist du. Komm her. Im Häuserkampf bin ich unschlagbar mit der Schrotzer. Immer diese ganz schlimmen Übeltäter hier. Aber irgendwo ist noch jemand. Ich werde dich finden. Na, ist keiner gewesen. Ja, such mich. Vielleicht finde ich dich zuerst. Bestimmt eine Etage höher. Will aber trotzdem alles mitnehmen hier unten. Ah, komm. Ah, hier sind wir eher falsch. Ich suche ein Treppenhaus oder so. So, Teddys, meins. Hier ein Treppenhaus. Ah, hier ist das Treppenhaus. Kollege, ich komme zu dir. Oder du zu mir. Das war jetzt eine gute Klebeausbeute. Erwischt. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Erstmal etwas, was wir aufklemmen müssen. Ne? Komm schon. Geht doch. Na, Schobraton. Machen wir mal kurz das Radio aus. Dann wollen wir doch mal hier oben erstmal als erstes gucken. Das ist nur provisorisch geflicktes Dach. Mehr ist das hier nicht. Schade. Dachte, hier ist vielleicht noch ein bisschen mehr versteckt. Aber nee. Ja, doch, hier hinten haben wir noch eine Kiste. Splittergranate, Tafelmesser. Alles was man mal gebrauchen kann. So, oh, hier ist nochmal Superkleber. Das Buch lassen wir da. Das kann ja da bleiben. Es stört ja keinen. So, nehmen wir uns das auch alles mit hier. Oh, safe. Den knacken wir auch gleich mal. Na, komm schon. Sei ein artiger Safe. Geht doch. Okay, Raider-Brustteil. Vorkriegsgeld. Toilettenpapier. Das brauchen wir unbedingt. So, und die Seife nehmen wir auch. Dann können wir uns gleich waschen. Und jetzt können wir hier einmal kurz alles verwerten, was wir jetzt hier zu viel haben. So, Fernglas, Gefängnislumpen, Golfkleidung. Eine schöne Harpunenkanone, Level 30. Nice. Ja, bis wir Level 30 sind, musst du leider weichen. Info, eine Kochmütze, eine Planke, ein Brustteil. Ey, den Raketenwerfer könnten wir sogar nutzen. Oh. Ich glaube, du darfst noch ein bisschen in unserem Inventar verweilen. Ich bin mal so fair.
Weil das wäre jetzt nicht so schlecht, wenn wir halt nochmal einen dicken Raketenwerfer für irgendwas Bösartiges haben. Aber ich glaube nicht, dass ich mir auf der merke, dass wir das dann auf der 6 haben. Wo haben wir ihn denn? Da. Bildfisch lässt grüßen, aber mal gucken hier. Nee. So. Holy. So sieht das doch schon mal weiter aus. Soll ich natürlich hier nicht drinnen rumschießen. Sonst haben wir ein Problem. Das hatte ich schon. Die nehmen wir uns auch mit. Und mittlerweile ist es wieder Tag geworden hier draußen. Mensch, ist doch schon schön. Leuchtender Pilz nehmen wir uns auch mit. Das Ding können wir nicht benutzen. Heißt, ich gehe jetzt wieder auf den Sniper und dann gucken wir mal ein bisschen rum. Aber erst sah das Bild wirklich aus wie so ein... Weiß ich nicht. Oh, was ist denn da? Da oben soll nochmal was sein. In die Richtung. Dann gucken wir uns das auch nochmal an. Oh. Ja, Bierflaschen nehmen wir uns jetzt auch mit. Wir haben noch nicht genug Glas. So, dann gucken wir mal nach ganz da oben. Ich hoffe, ich komme da jetzt so hoch. Weil hier mein Bergsteigerpass nicht dabei. Weil mit meinem Versuchsturtle bin ich nämlich an einem erstbesten Berg fängen geblieben. Und zwar richtig. Und konnte mich nur noch mit Schnellreise befreien. Und seitdem braucht man halt für Bergsteigen einen, ja, Pass extra. Um hier hoch zu klettern. Was haben wir denn hier? Kleinere böse Ratten. Schnudder halten. Hä? Ist da noch eine? Hört sich auf jeden Fall so an. Na gut. Sieht auf jeden Fall ein bisschen weird an hier. Was haben wir hier? Blutkäfer Pfeffersteak. Okay. Das können wir nochmal wieder verwerten. Werde ich gleich nutzen, aber erstmal machen wir hier sauber. Oh, Holzhaufen, können wir uns auch ein bisschen Holz mitnehmen. Damit mir das Holz nicht ausgeht. Impro, ne. Überall sind Pfeile. Ich habe noch. Ich will unbedingt mal eine Armbrust finden. Würde mich mega freuen. Ich weiß, dass es welche gibt. Aber ich will auch mal welche finden. So, machen wir hier nochmal Treibstoff und. Jetzt hier einmal die ganzen Bierflaschen, die Pistole weg. Und wir können weitermachen. So, wir sind aber immer noch nicht ganz oben, oder? Weil den Ort haben wir ja immer noch nicht gesehen. Da, wo ich jetzt eigentlich drauf zulaufen will. Das sieht aus wie bei Nuka World das Raider-Zeichen. Jetzt erkenne ich es erst. Na, wollen wir mal gucken hier. Hallo, klopf, klopf. Ein Turtle ist da. Au. Natürlich laufe ich hier in die erstbesten Stacheln rein. Bleibt immer noch nicht tot. Ah ne, das ist ein anderer. Ach, da oben. Danke, dass du dich Bescheid sagst hier. Hier ist eine Raider Power Armor. Ja, nehmen wir doch mal mit, oder nicht? Moment. Kleidung, wir hatten... Ja, das linke Bein, das haben wir ja schon. Ist aber auch nur eine 15er hier.
Schade, nehmen wir jetzt einfach mit. Ey, den Fusionskern wollte ich noch mit haben. Oh, Wackelpuppe. Schlossi-Klappen. Okay. Ja, wenn wir jetzt ganz viele Schlösser hätten, dann wird's helfen. Ne, dir geht's auch nicht mehr gut, wa? Was haben wir hier noch? Ah. Was zum Schlossi-Knacken. Ja, dann lass knacken. Gut. Bums. Was haben wir jetzt hier noch? Red Away. Psycho, Psycho Buff, Red Away. Okay. Ey, ganz ehrlich. Wer macht denn hier rostige Nägel? Ah, ich kann es jetzt auch noch reparieren. Nee, danke. Ich habe mir jetzt auch noch Blutwürmer eingefangen. Was machen denn Blutwürmer? Du erleidest 50% mehr Körperteilschaden. Ich mag keine Krankheiten. Heilmittel. So. Trinken wir einen drauf und pfeifen uns gut erhaltenes Instant-Püree rein. Und eine Dose Hundefutter, weil es schmeckt. Habe ich gehört. So, dann haben wir den Ort jetzt hier auch gesehen, aber sonst sehe ich jetzt hier auch niemanden in der Nähe. Das heißt, ich würde jetzt hier schon wieder zurücklatschen. Aber ein bisschen weiter von oben lang. Ich sollte mir mal kurz auf der Karte das wenigstens markieren. Markierung bewegen, so. Dann haben wir hier wenigstens Wegpunkte. Alle hopp. Wenn ja hier zum richtigen Bergsteiger her. Aber es ist schön, dass wir wenigstens schon die zweite Raider Power Armor gefunden haben. Läuft doch. Also Position meine ich jetzt. Bloß ich glaube nicht daran, dass wir jetzt noch das letzte Bein kriegen, bevor wir jetzt sozusagen uns eine andere anlegen können. Und es soll ja auch von der Kampagne her irgendwo in der Nähe weiter unten auch noch eine für PvEler geben. So ungefähr. Also sprich, die dann auch noch zusätzlich, wenn alle Rüstungsteile angelegt sind, mehr Traglast organisieren. Ist ja jetzt hier aber echt schon krasses Bergsteigen, was wir hier machen. Ah, schönen Ausblick, ne? Wenn man hier mal so runter guckt, ne? Da unten ist unser Koch. Da ist unser geclaimter säurehaltiger Laden. Na gut. Sonst sehe ich jetzt hier nichts weiter. Hier ploppt jetzt auch nichts weiter auf. Was jetzt hier noch interessant sein könnte. Schöner Blick ins Tal. Ganzen Fressbuden von hier aus. Was ist da hinten? Ja, man hat hier wirklich einen schönen Blick, ne? Also da vorne müsste irgendwo unser Camp sein. Das da hinten müsste Craften sein. Sieht schon so nicht schlecht aus. So, dann wollen wir jetzt mal eine Runde fliegen. Und alle hopp. Dass er immer den Schadensound macht. Wenn wir eigentlich keinen Fallschaden kriegen. Geht das hier einsammeln? Nö. Hui. Ich liebe dieses Geräusch. So, aber jetzt genug von dem Geräusch. Ja, hier nochmal kurz nachladen.
Und dann mal gucken, was uns das jetzt Schönes beschert hat. Dass wir das da haben. Und dann werden wir uns mal, denke ich mal, in der nächsten Folge gleich mal um das Fleisch kümmern. Mal sehen, ob wir es hinkriegen oder nicht. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen, was wir bekommen haben. Wir haben 9 Säure. Dann haben wir hier 9 Golderz. Und nochmal 9 Säure. Und ja, wenigstens 2 Wasser. Ist ja immerhin was. Gut, dann werde ich das jetzt einmal verarbeiten offscreen. Gehe ich einmal kurz aus der Rüstung noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.